Hey, willkommen auf meinem Kanal, meine Freunde. Wir starten heute endlich wieder 5 unlogische Dinge, die mit dem GTA 5 zu tun haben. Und zwar, wenn euch das Video gefallen hat, dann unterstützt mich einfach mit einem Daumen nach oben. Danke nochmal für den geilen Support, meine Freunde. Und zwar das erste, was ich euch zeigen möchte, ist euch schon aufgefallen, wenn es regnet, kein Mensch hat einen Regenschirm oder sowas in Art oder Mütze auf. Die laufen mit einem Bikini rum, mit kurzem T-Shirt und so weiter. Aber warum eigentlich? Das nächste, was ich zeigen möchte, wenn ihr mal Singleplayer gespielt habt oder durchgezockt habt, ist euch schon aufgefallen, es fahren sehr viele Taxis rum. In Online überhaupt keine. Warum eigentlich? Was ist das so schlimm? Man kann doch einfach ein Taxi einsteigen. Ja, klar, kann man ein Taxi anrufen, ne? Aber Leute, warum ein Taxi jetzt einfach rumfahren könnte, ne? Wenn man da einstellen könnte, ist man automatisch im Passivmodus, Problem gelöst. Das nächste, was ich auch zeigen möchte, ich liebe zurzeit GTA 5 Rennen, da nennt man da und da mal die Abkürzung, dann passiert einmal das hier gleich. Man fährt gegen eine Hecke. Hallo, vor ein paar Sekunden war die andere Hecke noch unsichtbar und jetzt auf einmal komme ich nicht mehr durch. Hä, Rockstar Games, wo ist die Logik von euch? Ich verstehe es nicht. Seit ich GTA 5 spiele, ist mir was eins aufgefallen, was mich zurzeit einfach nur noch nervt. Wenn ich beim Waffenladen, Klamottenladen, Friseurladen gehe, egal wo ich hingehe, es sind immer die gleichen Leute. Gerade beim Waffenladen ist es extrem auffällig. Bei jedem Waffenladen ist der gleiche Typ drin. Bei der Tankstelle ist es etwas besser, und zwar sind es die gleichen, aber im Gesicht nicht die gleichen. Das hört sich ein bisschen crazy an, aber das finde ich cool. Was mich aber nervt bei der Tankstelle, warum gibt es da keinen weißer Typ drin, ja? Wo ist mein weißer Freund? Das nächste finde ich noch krasser, und zwar geht es darum, viele von euch wissen es noch, mit dem Typ haben wir Money Glitch gemacht, wir haben den K.O. geschlagen, wir haben den getötet und so weiter. Und Arman hat Rockstar Games den Typ entfernt. Und seitdem steht er immer noch im gleichen Text. Und zwar hier. Mach eine Ansage, ich bringe es dir. Leute, der bringt es mir doch gar nicht mehr. Das Auto wird doch einfach nur hingebeamt. Ja, das verstehe ich nicht. Wählt mein Auto aus, dann steht da, bring ich vorbei. Nee, ist klar, er bringt es mir total vorbei, Leute. Das Auto wird doch nur hingebeamt. Schaut mal oben links auf die Minimap. Hä? Und wo ist der Typ jetzt? Wo ist der Typ? Das verstehe ich nicht. Auch egal. Ja, meine Freunde, das war's auch erstmal wieder von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, like das Video richtig krass. Haut rein, auch Chris. Peace out. Ciao.